Es gibt leider sehr schlechte Nachrichten für das Star Wars Knights of the Old Republic Remake, welches ja vor ein paar Jahren schon angekündigt wurde. Denn es sieht so aus, als wäre das Ganze tatsächlich im stillen Kämmerlein so gecancelt worden. Im März diesen Jahres gab es noch Hinweise darauf, dass sich das Ganze noch in Entwicklung befindet, doch mittlerweile scheint sich das wohl geändert zu haben. Zumindest wurden ganz viele offizielle Tweets hinsichtlich des Spiels gelöscht, als auch, und das ist eigentlich eher schon das Schlimmste, der offizielle Ankündigungsteaser. Ihr wisst schon, bei PlayStation bzw. Sony gab es mal diesen Teaser, der wird jetzt hier auch im Hintergrund laufen, zu diesem Spiel. Und der wurde auf YouTube halt gelöscht. Man kann sich zwar den Trailer noch anschauen von irgendwelchen Leuten, die das quasi so für sich hochgeladen haben, oder ich habe den halt auch damals einfach runtergeladen, deswegen habe ich den noch. Aber leider wurde dazu sehr viel offizieller Kram jetzt quasi einfach gelöscht. Eine wirkliche offizielle Stellungnahme gibt's nicht. Aber es ist doch schon eine sehr, sehr merkwürdige Sache. Warum sollte man irgendwelche Tweets als auch diesen offiziellen Ankündigungstrailer einfach weglöschen? Für mich ist das besonders schade, denn KOTOR ist quasi mein absolutes Lieblings-Star-Wars-Spiel gewesen. Von daher, ich hatte mich sehr gefreut auf dieses Remake. Ich hoffe, man wird dazu noch quasi eine richtige offizielle Stellungnahme kriegen. Aber es sieht leider nicht so gut aus.